10% des europäischen Strombedarfs so gedeckt werden. Nun in den Iran. Die Lage der Hauptstadt Teheran spitzt sich immer weiter zu. Wegen der anhaltenden Massenproteste gegen den Ausgang der Präsidentenwahl geht die Polizei mit Gewalt gegen Demonstranten vor. Die Arbeitsmöglichkeiten ausländischer Journalisten wurden drastisch eingeschränkt. Präsident Ahmadinejad will verhindern, dass Bilder von Demonstranten und prügelnden oder schießenden Polizisten um die Welt gehen. In den vergangenen Tagen sollen nach Oppositionsangaben 22 Demonstranten getötet worden sein. Burkhard Wennemar und aus Teheran Antonia Rados berichten. Als ob ihn die heftigen Proteste nichts angingen, reiste Irans umstrittener Präsident Ahmadinejad heute provozierend gut gelaunt nach Russland. Auf die Situation in seinem Land ging er dort mit keiner Silbe ein. In Teheran formierte sich derweil auch heute wieder massiv der Widerstand gegen Ahmadinejad. Und das, obwohl Demonstrationen gegen ihn von der Regierung verboten waren. Nach den Ausschreitungen gestern mit bis zu 15 Toten hatte die Regierung ausländischen Medien heute strikt verboten, unabhängig aus der Stadt zu berichten. US-Präsident Obama äußerte sich besorgt über die anhaltende Gewalt auf Teherans Straßen. Es wäre falsch von mir, zu dem zu schweigen, was wir die vergangenen Tage im Fernsehen gesehen haben. Denjenigen, die so viel Hoffnung, Energie und Optimismus in die politische Entwicklung gesteckt haben, möchte ich sagen, dass die Welt sie im Blick hat und begeistert von ihnen ist. Die Demonstranten vermuten Wahlbetrug, denn bei der Präsidentenwahl am Freitag hatte Ahmadinejad doppelt so viele Stimmen bekommen wie sein schärfster Rivale Mousavi. Experten hatten zuvor ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden vorausgesagt. Als Reaktion auf die heftigen Proteste gegen Ahmadinejad zeigte das iranische Staatsfernsehen heute Bilder tausender Menschen, die für den Präsidenten demonstrierten. Heute marschierten die Frauen in dunklen Umhängen durch die Straßen von Teheran. Konservative Iranerinnen, Anhängerinnen von Präsident Ahmadinejad. Sie schrien dabei Tod Amerika und Tod Israel. Der iranische Präsident wollte damit zeigen, dass er es immer noch schafft, Tausende und Abertausende seiner Anhänger zu mobilisieren. Allerdings gab es heute auch einen Rückschlag für Ahmadinejad. Denn der Chef des mächtigen Wächterrats, Ayatollah Janati, kündigte an, dass das Gremium das Wahlergebnis überprüfen werde. Eine Neuwahl, wie die Demonstranten es fordern, schloss der Wächterrat allerdings aus. Mehr zu dem Thema natürlich auch bei uns im Nachtjournal hier um Mitternacht bei RTL. Und gleich zeigen wir Ihnen,